Es gibt Krebsdiagnosen, da hat man von Anfang an schlechte Karten. Es gibt aber immer wieder Menschen, die mobilisieren unglaubliche Kräfte und überleben das Unmögliche. Und so jemand ist bei mir heute der Martin Inderbitzin. Herr Inderbitzin, Sie haben Bauchspeicheldrüsenkrebs gekriegt. Wann? Das war vor 4 Jahren, 2012. Vor 4 Jahren. Ja. Und Sie leben gut, Sie haben das überlebt, kritisch im Moment. Ja. Sie sind ein junger Mann, Neurowissenschaftler von Beruf. Plötzlich so eine Schockdiagnose. Was passiert da mit einem? Ja, also Schock ist das richtige Wort. Das ist wirklich, es zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Und am Anfang weiß man eigentlich gar nicht, was man mit dem anfangen soll. Man fühlt sich so ein bisschen wie, als ob man im falschen Film ist. Mhm. Also man ist gesund, man ist jung, man hat gerade seinen Doktor gemacht, man hat das Gefühl, jetzt geht das Leben los. Und dann heisst es ja, man hat jetzt 5% Chance, dass man die nächsten 3 Jahre überlebt. Und das ist natürlich eine sehr schwer verdauliche Nachricht. Ja. Wie rafft man sich da auf? Also als erstes muss man das, glaube ich, einfach mal rauslassen. Das war sehr wichtig für mich, dass man das einfach mal loslässt und einfach mal briegt. Und, einfach mal das, und dann ist für mich ziemlich schnell ist der Klick gekommen, und wo es geheiss hat, ja, irgendwie geht das. Irgendwie, mein Arzt hat sehr positiv geredet. Er hat gesagt, wir haben es früher gesehen. Mein Arzt hat mir auch von einer Geschichte erzählt. Von jemandem, der als junger Patient das gut überlebt hat. Und das war für mich immer ein Halt. Mhm. Es hat mir immer also gezeigt, hey, jemand anders hat das irgendwie geschafft, also kann ich das vielleicht auch schaffen. Mhm. Ja. Haben Sie denn vor der Krebsdiagnose auch schon müssen grosse Hürden schaffen, die Sie geschafft haben? Nicht in diesem Maßstab. Mhm. Also, wie halt das alle irgendwie haben, im Beruf oder jetzt in der im Studium und so, aber nicht vergleichbar mit so etwas, nein. Sie haben ein Vorbild gehabt, eine Frau und ein Mann, glaube ich, die den Krebs überlebt haben. Und auf der anderen Seite haben Sie entschieden, wo Sie die Chemo gemacht haben. Sie machen einen Triathlon. Vorher sind Sie gar nicht so sportlich. Nein, nicht wirklich. Also ich habe Tennis gespielt oder Ping-Pong, aber nicht irgendwie vergleichbar mit Triathlon, nein. Mein Bruder hat angefangen, Triathlon zu machen. Und ich habe das eigentlich so ein bisschen aus einer Trotzreaktion habe ich das eigentlich gemacht. Während der Chemo, wo ich eigentlich wirklich in der Chemo gesessen bin im Spital, habe ich mich angemeldet und gesagt, also, das ist jetzt nicht das Ende. Also, wenn ich da draußen bin, dann mache ich das. Und ich habe noch nie einen Triathlonsport gemacht oder so etwas. Ich habe geschwommen und das ist sicher hilfreich, wenn man Triathlon macht, aber ich habe einfach gefunden, das mache ich jetzt. Ja. Und Sie haben das auch geschafft. Ja. Also eine unglaubliche Leistung. Bei uns ist eine Psycho-Onkologin, die Frau Dr. Brigitta Wössmer. Ist das ein Spezialfall oder ist das quasi ein Weg, den man tatsächlich gehen kann, wo vielleicht andere Leute sich auch daran heben können? Es ist auch ein Spezialfall, weil ich glaube, es sind jetzt nicht alle, die von Triathlon machen. Was aber nicht ein Spezialfall ist und in dem Sinn so ein Vorbild kann sein, ist das, was der Herr Inderbitzin gesagt hat, nämlich, ich habe mir ein Ziel gesetzt. Ich hatte einen Plan. Ich habe auch die Zeit während der Chemo genützt, um an diesem Plan zu arbeiten. Und ich glaube, das ist so das Zentrale. Die Zeit, wo schwierig ist, wo es Enttäuschungen gibt, wo man manchmal überhaupt nicht mag, wie ein Ziel, eine Hoffnung vor Augen zu haben, wenn man das dann erreicht. Wunderbar, aber selbst wenn man es nicht erreicht, hat man die Zeit genützt, für an etwas zu arbeiten. Mhm. Und ist nicht wie so, ja, so ergeben und hilflos und ohne Einfluss und Kontrollen in dieser schwierigen Zeit. Könnte man das fast übersetzen, nicht passiv Opfer sein, sondern Aktivität einbauen? Mhm. Manchmal fühlt man sich, das höre ich auch immer von Patienten, selbstverständlich auch als Opfer und mag nicht mehr und zweifelt, erreiche ich das, geht das, mag ich noch. Aber sich dann wieder auch aufrappeln und das Ziel wieder vor Augen haben. Ich stelle mir es ein bisschen vor, man hat einen Tunnel und am Schluss hat man das Ziel, das man formuliert. Und jetzt muss ich einfach dort durch. Ist das richtig? Ja, es ist eigentlich ein guter Vergleich. Es ist auch, sobald man ein Ziel hat,
tut man eben den Fokus verschieben. Mhm. Von der Krankheit und von dem schweren Umfeld in dem Spital und wo man all die traurigen Gedanken damit verbindet, aber auf etwas Positives. Mhm. Und bei mir war das in der ersten Behandlung der Triathlon, wo ich einfach geschaut habe, wann habe ich irgendwie Kraft, um zu spazieren. Wann habe ich Kraft, sogar um ins Hallenbad zu gehen. Und in der zweiten Phase von meiner Behandlung, also bei der Rückfall, war das Segeln. Ich habe gesagt, ich will über den Atlantik segeln. Und ich habe dann eigentlich daheim auf dem Sofa YouTube-Videos geschaut von Seglern. Und nicht probiert, mich auf meine Krankheit zu fokussieren, sondern eigentlich, das ist der Fokus-Shift, sobald man dann ein Ziel eigentlich vor Augen hat. Und das finde ich wichtig. Das ist eine Art, wenn ein Programmieren fast, könnte man das sagen. Das kann ja nicht jeder. Kann man das lernen? Es kommt aufs Ziel drauf an. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich realistische Ziele nimmt, wo man weiss, irgendwo habe ich Kräfte. Ich finde sie jetzt gerade nicht, aber sie sind noch immer vorhanden. Und lernen tut man Selbstwirksamkeit über das ganze Leben. Und die einen haben unterstützendes Umfeld, das vielleicht auch so gross werden mit «Wir glauben an dich, du kannst das schaffen», mit Rückschlägen, die dazu gehören, aber immer wieder «Du kannst das schaffen». Mhm. Während der Erkrankung kann man es auch lernen. Und da können so Bilder, so Geschichten, wie sie der Herr Rinderbizin selber erlebt hat oder jetzt auch aufzeichnet, helfen, unterstützen, Modell sein, ihm immer wieder auch wissen, ich erreiche vielleicht nicht genau das Gleiche, aber ich bin auf dem Weg. Und das tut mir so wichtig, immer wieder Schritte machen und durch das zu merken, ah, ich habe wieder einen kleinen Schritt geschafft. Und das bestimmt jeder individuell, je nachdem, was einem interessiert, wer man ist. Das ist ganz unterschiedlich. Jetzt, Sie haben schwere Chemotherapien müssen machen. Der Körper ist wahnsinnig strapaziert und das fühlt sich grausam an. Mhm. In dieser Zeit ist man sicher auch nicht so motiviert. Wie macht man es denn? Also gibt es da nicht auch Angst oder Zweifel oder Phasen, wo man wirklich denkt, ich komme nicht dort an, wenn ich mir es noch so wünsche? Es ist sicher eine schwierige Zeit und man ist oft auch nicht in einer guten Laune. Also die Chemo, man hat so wie ein Hangover und es ist nicht eine lässige Zeit. Das ist so. Und man muss dann halt das einfach irgendwie ausbaden. Also einfach dort durch. Was ich dann einfach gemacht habe, ist die Ziele, oder? Ich finde das auch noch wichtig, die kann man ja auch anpassen. Mhm. Dann ist halt das Tagesziel ist gewesen, einfach 100 Meter aufs Plätzchen runter und dort 10 Minuten auf dem Bänkchen sitzen und wieder zurück. Und das ist ein Tagesziel. Und wenn man das erreicht hat, dann ist das ist alles gewesen, was ich an diesem Tag gemacht habe. Und ich glaube, das ist irgendwie das Lässige, wenn man einfach Ziel, man muss das einfach anpassen, oder? Und einfach die Kraft dementsprechend anpassen. Ist du Martin Rinderbizin ein anderer Mensch vor der Diagnose und jetzt? Auf jeden Fall. Wie? Ich hatte in dem Sinne die Chance, dass ich mit 33 Jahren, als ich meine Diagnose nicht bekam, mich sehr früh in meinem Leben mit dem Tod auseinandersetzen. Und ich betrachte das eigentlich als etwas Positives, weil sterben müssen wir alle einmal. Und normalerweise machen wir das eigentlich immer am Ende des Lebens, dass man merkt, oh, jetzt ist es langsam fertig. Und durch das, dass ich das musste, habe ich mich sehr früh damit beschäftigen, was will ich denn mit meinem Leben eigentlich anfangen? Mhm. Ist das, was ich mache, das, was ich will machen? Die Zeit hat plötzlich einen anderen Stellenwert. Das ist wirklich, es wird extrem kostbar. Und plötzlich hat man einfach einen ganz klaren Fokus, wie man die Zeit will brauchen. Mhm. Und in dem Sinn bin ich heute sicher ganz ein anderer Mensch als vor 4 Jahren. Ja. Mhm. Und was bedeutet es für Sie, der Tod? Gibt es da auch Angst davor? Oder haben Sie sich auch mit dem Tod versöhnen? Ich sage es immer so, ich habe in dem Sinn nicht Angst, tot zu sein. Aber als Krebspatient macht man sich natürlich schon Vorstellungen, falls die Krankheit zurückkommt und ich einen mühsamen Tod müsste sterben. Mhm. Und das ist nicht eine schöne Vorstellung. Und von dem habe ich Respekt, dass ich einfach hoffe, dass mir das erspart bleibt. Und dass ich in der Zwischenzeit noch viele schöne Sachen erleben darf. Aber in dem Sinne ist es nicht unsere Entscheidung, wie wir von diesem Planeten gehen. Also von dem her muss man da einfach das auch annehmen können. Irgendwie. Könnte es auch eine Erlösung sein? Der Tod? Mhm. Ich denke, in gewissen Stadien der Krankheit
ist es eine Lösung? Und gibt es auch viele Menschen, die sagen, ich habe jetzt mein Leben gelebt und ich habe viel Schönes erlebt. Ich würde gerne noch viel Schönes erleben. Weil man nimmt ja nicht nur einen Abschied von dem, was man hatte, sondern man nimmt auch Abschied von dem, was man könnte haben, also von einer nicht gelebten Zukunft. Ja. Also für junge Menschen ist das natürlich anders als für ältere Leute. Trotzdem, wenn man jetzt noch mal das in eine positive oder ins Leben zurückbuchstabieren also zum Schluss, was empfehlen Sie einem Menschen, der jetzt die Diagnose irgendeiner Krebsart kriegt? Das ist immer schwierig, weil ich bin auf dem Stuhl von gesund. Vermeintlich, wir wissen es nicht. Was so meine Empfehlung ist, nach dem Schock, der da ist, nach der Verzweiflung, nach der Wut, nach der Trauer, versuchen, sich aufzurappeln und dieser Zeit, die man hat, wo man nicht weiss, wie lange, so viel Sinn und Bedeutung und Freude wie möglich geben. Und sich so viel Unterstützung, wie man braucht, wie man möchte, sich einfach zu holen und sich das auch einzugestehen. Herr Inderbitzin, fühlen Sie sich jetzt gesund? Ich habe mich eigentlich immer gesund gefühlt. Ich habe in dem Sinne meine Krankheit noch nie gespürt. Ich habe eigentlich nur die Behandlung gespürt. Also es ist für mich sehr eine abstrakte Krankheit. Weil ich eigentlich nie eine Beschwerde hatte, außer dass mir jemand sagt, ich hätte jetzt ein Pankreaskarzinom. Und Behandlungen waren immer sehr intensiv, aber also in dem Sinn fühle ich mich gesund, ja. Aber so habe ich mich eigentlich schon die ganze Zeit, ja. Und so als Schlussfazit, was sagen Sie all diesen Menschen, die jetzt vielleicht vor dieser Situation stehen, wo Sie vor ein paar Jahren gestanden sind? Ich glaube, was ich würde sagen, ist, dass man nicht das Gefühl muss haben, dass das gerade eine Diagnose 1 zu 1 mit einem Todesurteil ist. Und das ist eigentlich das, was jeder Patient am Anfang das Gefühl hat. Oh, in einem Monat bin ich tot. Es gibt traurige Fälle, wo das passiert, aber in vielen Fällen ist das nicht so. Und dass man einfach mal durchschnauft und sagt, hey, das heisst jetzt nicht gerade, dass du gerade stirbst. Und einfach mal das ein bisschen verdauen und schaut, was es noch für Möglichkeiten gibt. Ja. Dankeschön vielmals, Herr Winterbizin, und herzlichen Dank, Frau Bösmann.